Der Regisseur von Star Wars 9 verlässt das Projekt und J.J. Abrams ersetzt ihn. Müssen wir uns Sorgen machen? Darum geht es in diesem Video. Viel Spaß! Hallo Star Wars Fans und willkommen zu den Todesstern News. Also der ursprünglich geplante Regisseur von Star Wars 9, Colin Trevorrow, hat das Projekt verlassen. Er und Lucasfilm haben sich aufgrund verschiedener Visionen für den Film entschieden, getrennte Wege zu gehen. Das kann man jetzt interpretieren, wie man will, aber ich glaube nicht, dass das jetzt unbedingt ein Problem wird. Denn der Film war noch in der Planung, bisher hatte man nur ein paar Schauspieler. Man hat wahrscheinlich schon bei der Planung gemerkt, dass das mit diesem Mann nicht funktionieren wird, also war das wahrscheinlich gar keine so grauenhafte Idee. Das ist aber nur reine Spekulation, denn niemand kann wirklich ganz genau wissen, was da immer hinter den Kulissen abläuft. So, nun wird J.J. Abrams, der auch schon Star Wars 7 gemacht hat, wieder das Steuer übernehmen. Ich habe viele Reaktionen in der englischen Star Wars Community gesehen und viele waren sehr enttäuscht, da Episode 7 sehr gemischt aufgenommen wurde. Ich persönlich mag den Film aber sehr, dennoch sind einige Kritikpunkte berechtigt. Aber wird der Film eine Kopie von Episode 6? Ich sage nein. Denn wenn Disney Geld machen will, dann müssen sie auf die Fans hören. Und wenn die sagen, sie wollen eine originelle Story, dann werden wir auch wahrscheinlich eine bekommen. Aber was denkt ihr? Schreibt es mir in die Kommentare. Aber jetzt bedanke ich mich herzlich fürs Zuschauen und möge die Macht mit euch sein.